Wie konnte es eigentlich sein, dass sie 13 Menschen freiwillig auf den Weg machen und in den Tod marschieren, sie nur dazu eine der größten Rettungsaktionen der Alpingeschichte auslösen? Diesem Ereignis, das wahrscheinlich die wenigsten von euch kennen, nehmen wir uns in der heutigen Folge meiner Geschichten aus den Bergen an. Das Ereignis ist zwar schon beinahe 70 Jahre her, allerdings aktueller denn je. Könnt ihr euch noch an die Geschichte der 99 Schülerinnen und Schüler erinnern, die heuer von der Bergrettung abgeholt werden mussten und wo zum Glück nichts passiert ist? So ein Schulausflug kann nämlich auch noch viel tragischer enden, wie ihr nach diesem Video definitiv feststellen werdet. Unser heutiger Tatsachenbericht handelt von einem Ereignis am Hohen Dachstein, den ich euch zu Beginn etwas näher vorstellen möchte. Das Dachsteingebirge befindet sich in Österreich und ist ein Teil der Nordalpen, genauer gesagt der nördlichen Ostalpen. Heute liegt es in drei österreichischen Bundesländern: im Osten und Süden in der grünen Steiermark, in der Mitte und im Norden in Oberösterreich und im Westen liegt es in Salzburg. Der höchste Gipfel des Dachsteingebirges ist der Hohe Dachstein, über den es jahrelang Diskussionen gab, wie hoch der Gipfel nun tatsächlich ist. In meiner Kindheit war der Dachsteingipfel oft noch mit 3004 Meter angegeben, später dann mit 2996 Meter und aktuell wird die Erhebung des Hohen Dachstein mit 2995 Meter angegeben. Das Dachsteingebirge ist heute bei Kletterern und Klettersteiggeher, aber auch bei Wanderern sehr beliebt und besteht größtenteils aus Dachsteinkalk. Im Gebiet des Dachsteingebirges liegt die größte Gletschergruppe der nördlichen Kalkalpen, die jedoch auch von Jahr zu Jahr kleiner wird. Persönlich beobachte ich den Gletscherrückgang seit 2015 Jahr für Jahr und es würde mich nicht überraschen, wenn zu meinen Lebzeiten irgendwann nichts mehr vom Dachsteingletscher übrig ist. Heute ist das Dachsteingebirge für den Tourismus sehr gut erschlossen, was definitiv auch seinen Teil zum Gletscherschwund beiträgt. Das ist insofern verwunderlich, als ein Großteil des Dachsteingebirges Teil des UNESCO-Weltkulturerbes ist. Erwähnenswert ist hier die Region rund um Hallstatt, in der die Geschichte bis rund 5000 vor Christus zurückgeht. Die touristische Erschließung des Dachsteins begann bereits im frühen 19. Jahrhundert. Einer der ersten Erschließer war Erzherzog Johann, der unter anderem als Bergsteiger bereits 1810 im östlichen Dachsteingebirge unterwegs war. Erzherzog Karl folgte ihm und versuchte 2 Jahre später eine Besteigung des Hohen Dachstein, wo allerdings am Hallstätter Gletscher umgekehrt werden musste. Vor der Besteigung des Hohen Dachsteins wurde der heutige anspruchsvollere Gipfel des Thorstein im Jahr 1890 bestiegen. Zum Thorstein gibt's by the way bei mir am Kanal ein Video. Der Gipfel des Hohen Dachstein folgte erst 13 Jahre später, als Peter Gappmeier im Alleingang über den Gosaugletscher den Gipfel bestieg. Kurze Zeit später kam Friedrich Simoni in die Gegend und trug seinen Teil zur touristischen Erschließung der Region bei. 1843 wurde unterhalb der heutigen Simoni-Hütte eine erste Unterkunft gebaut, der dann später einige weitere Hütten folgten. Die bekanntesten Schutzhütten am Dachsteinstock sind die Adameck-Hütte auf 2196 Meter, die als Unterkunft für eine Besteigung des Dachsteins über den Gosaugletscher dient, die Dachstein-Südwandhütte auf knapp 1900 Meter, von der man die Routen durch die Südwand in Angriff nimmt, oder aber auch die Seetaler Hütte, die direkt unter dem Gipfel des Hohen Dachstein thront. Wer von euch Interesse an einer Besteigung des Hohen Dachsteins hat, kann gern bei mir am Kanal ein bisschen durchklicken. Ich habe unten ein paar Videos verlinkt, wo ich euch verschiedene Routen auf dem Dachstein vorstelle, die ich bereits mehrmals durchgeführt habe. Die heutige Simoni-Hütte befindet sich unterhalb des Hallstätter Gletschers auf rund 2200 Meter und dient als Stützpunkt für eine Besteigung des Dachsteins, wenn man von Obertraun am Hallstätter See auf den Gipfel gehen möchte. Dem Dachstein ist von dieser Seite aus ein steiler Absturz vorgelagert, der durch ein paar Kare aber auch gut zugänglich ist.
Einer dieser Zustiege führt zur Gleitalm, die in unmittelbarer Nähe des Krippenstein ist. Der Krippenstein ist heute vor allem für seine Klettersteige bekannt. In den 1950er Jahren trat allerdings ein anderes Ereignis in den Vordergrund, das den Dachstein im Allgemeinen und den Krippenstein im Speziellen weltweit bekannt machte. 1953 wurde in einer Heilbronner Schule am Schwarzen Brett eine für Ostern 1954 geplante Ferienreise im Dachsteingebiet beworben, die vom 11. bis 24. April dauern sollte. Verantwortlich für die Reise war der Lehrer Hans-Georg Seiler, der mit Schulreisen bereits Erfahrungen gesammelt hat. An mindestens zwei Elternabenden berichtete der Lehrer über sein Vorhaben und teilte mit, dass der Schwerpunkt zwar sportlicher Natur lag, sich die Schülerinnen und Schüler in Obertraun aber auch erholen könnten. Rechtlich wollte er sich mit einer von den Eltern der Schüler unterzeichneten Erklärung absichern, die folgenden Wortlaut hatte: Es ist mir bekannt, dass die Osterfahrt 1954 nach Obertraun, Dachsteinhöhlen, keine schulische Angelegenheit darstellt. Die begleitenden Lehrpersonen Herr Bastian und Herr Seiler können daher in keiner Weise für eventuelle aufkommende Unglücksfälle und dergleichen verantwortlich gemacht werden. Ich erkläre mich dafür ausdrücklich einverstanden. Die Heilbronner Gruppe reist am 11. April mit dem Zug nach Obertraun. Seiler will sich in Obertraun vom Schulverwalter Kletterseile und sonstige Alpingegenstände ausleihen, bekommt jedoch nichts. So unternimmt der Lehrer am 12. April eine leichte Tour auf den Saarstein und am Folgetag auf den Loser, zu dem es bei mir am Kanal bereits auch ein Video gibt. Am Loser bekommt der Lehrer schlussendlich auch Kletterseile und führt kleine Kletterübungen durch, um herauszufinden, inwieweit die Jugendlichen für anspruchsvolle Touren geeignet sind. Am Tag darauf wanderte die Gruppe in Hallstatt und Seiler sprach an dem Tag ein weiteres Mal mit dem Schulverwalter von Obertraun, der ihm kurz zuvor die Kletterseile verwehrt hatte, über sein Vorhaben. Er wollte am 15. April mit einer kleinen Gruppe von Obertraun auf 511 Meter über das Heim Krippenbrunn und die Gleitalm wandern und von dort dann über die Südseite auf den Krippenstein auf 2105 Meter steigen. Gegen 18.30 Uhr wollte er wieder in Obertraun retour sein. Gegen das Vorhaben wurden keine Bedenken geäußert, weder gegen die Beschaffenheit des Weges noch gegen die Wetter- und Schneelage. Die Wettervorhersagen für den Tag der Unternehmung können mit unserem modernen Stand, den wir heute haben, nicht verglichen werden. Klar ist, dass kein idealer Bergwettertag bevorstand. Der Lehrer wählte am Vorabend die Gruppe aus, die zum Krippenstein mitwandern durfte, und nahm nur Schüler mit, die dies selbst wollten und deren Leistungsfähigkeit sich im Vorfeld gezeigt hat. Im Nachhinein enthält das Archiv der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik folgende Wetterwerte für den Gründonnerstag, den 15. April 1954, an dem die Gruppe unterwegs war. Die Frühtemperaturen betragen am Fuße des Dachsteins im Raum Obertraun in rund 500 Meter Seehöhe 5 bis 6 Grad. Zu Mittag werden Lufttemperaturen von nur mehr 2 Grad verzeichnet. Es ist den ganzen Tag hindurch bedeckt durch tiefe Schichtwolken, es weht Nordwind mit Spitzen um 50 km/h. Niederschlag wird ab den frühen Morgenstunden verzeichnet. Vorerst fällt der Niederschlag als Regen, in der Folge bis Mittag als Mischniederschlag, ab den Mittagsstunden in fester Form. Bis am nächsten Tag um 7 Uhr früh wird eine rund 10 cm hohe Schneedecke ausgebildet. Die Niederschlagsmenge beträgt 30 bis 35 Liter pro Quadratmeter. Am Dachstein in rund 2000 Meter Seehöhe lauten an diesem Tag die Frühtemperaturen minus 3 bis minus 4 Grad. Bis Mittag fällt die Temperatur auf minus 6 Grad, abends wird minus 7 Grad gemeldet. Auch auf dem Dachsteinplateau ist es den ganzen Tag hindurch bedeckt. Etwa ab den späteren Vormittagsstunden herrscht dichter Nebel mit minimalen Sichtweiten um 20 Meter. Es schneit immer wieder mit leichter bis mäßiger Intensität. Die Windspitzen erreichen rund 70 km/h. Am Morgen ist ab ca. 1000 Meter Seehöhe noch eine durchgehende Schneedecke vorhanden.
Auf dem Plateau betragen die Schneehöhen vorerst 50 bis 100 cm. Im Laufe des Tages kommen 50 bis 20 cm hinzu. Die Gruppe mit 14 Personen verließ um 6 Uhr früh bei absolut guter Sicht und gutem Wetter mit 8 Laib Brot, Käse, Butter und Marmelade obendrauf und brach Richtung Schönbergalm auf, wo kurz vorher die Lehrerin Hildegard Mattes planmäßig umkehrte. Um 9.30 Uhr erreichen 13 Personen die Alm und werden gegenüber bei Schlechtwetter bei der Seilbahnstation bewirtschaftet, wo der Gruppe geraten wird, ins Tal zurückzugehen. Die Gruppe unter Führung von Seiler ging bei einer Sicht von 20 bis 30 Meter von der Schönbergalm weiter. Der letzte Ort, wo die Gruppe gesehen wurde, war bei der Stütze Nummer 5 der Materialseilbahn in der Nähe des Mittagskogels, wo die Gruppe auf Seilbahner traf, die sich im Abstieg befanden. Wie kam es dann schlussendlich zu einer der größten Suchaktionen der Alpingeschichte, bei der über 400 Bergretter, Alpingendarme und freiwillige Helfer im Einsatz standen? Nun, am Gründonnerstag setzte etwa gegen 10 Uhr im Tal Nebel und Regen sowie am Dachstein selbst ein Schneesturm ein. Der Verwalter der Bundessportschule, Johann Bolz, sorgte sich um die Gruppe aus Heilbronn, da der Lehrer Seiler Bolz mitteilte, dass er über Krippenbrunn aufsteigen wollte, nahm Bolz dort Kontakt auf und fragte, ob die Gruppe dort vorbeigekommen sei. Er bekam die Antwort, dass sich in der Kantine von Krippenbrunn 7 Personen aufhielten und nahm an, dass dies die Gruppe aus Heilbronn war. Da die Schülergruppe aber bis 18.30 Uhr nicht retour im Tal war, erfrug Bolz von einer weiteren Lehrkraft, dass Seiler einen anderen Aufstiegsweg wählte. Das führte schlussendlich zu einer enormen Suchaktion. Von Krippenbrunn und von der Bergstation starteten Suchmannschaften, die wegen Lawinengefahr die Suche aber abbrechen mussten und um 2:30 Uhr nachts in Krippenbrunn retour waren. Ein zweiter Suchtrupp machte sich auf den Weg Richtung künftiger Bergstation der Dachsteinseilbahn auf den Krippenstein zu einer Bauhütte, in der die Heilbronner Gruppe vorzufinden erhofft bzw. vermutet wurde. Als dort aber auch niemand aufgefunden wurde, kam der zweite Suchtrupp um 3.30 Uhr in der Nacht erfolglos retour. Am Karfreitag, einen Tag später, rücken 60 Mann aus, um die Schülergruppe bei widrigen Verhältnissen zu finden. Eine Gruppe von 6 Rettern verirrt sich sogar an diesem Tag. Im Schneesturm verloren sie die Orientierung und bivakieren eine Nacht. Am Folgetag wollen sie absteigen, verirren sich erneut und schaffen es aber irgendwie nach Gröbming in der Steiermark. Ab Kar-Samstag, den 17. April, wird medial groß über die Suchaktion im Dachsteingebiet berichtet, bei der 13 Menschen aus Heilbronn vermisst werden. Die Polizeidirektion Heilbronn informiert per Brief die Angehörigen der Vermissten und richtet ein Infotelefon ein. Über die Schulleitung werden unabhängig davon Eltern verständigt. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht durch Heilbronn und auch die Namen der Vermissten werden an diesem Tag öffentlich bekannt. Für viele Eltern bedeutet dies Erleichterung, für andere wiederum eine unendliche Qual. In der Folge werden die Suchmannschaften immer mehr verstärkt und die Suche ging sogar in Höhlensystemen weiter. Hubschrauber und Flugzeuge kamen zum Einsatz, die aber erst am Ostermontag brauchbare Sicht vorfanden, allerdings keine Ergebnisse über den Verbleib der Vermissten gewinnen konnten. Am folgenden Donnerstag waren bereits 170 Rettungskräfte im Einsatz, die in meterhoch verschneiten Dolinen und Karen sondierten, in Höhlen und Schächte stiegen. Sogar Suchhunde kamen zum Einsatz. Am Folgewochenende wurde bei der Großsuchaktion der erste traurige Erfolg vermeldet, als eine Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger aus dem Schnee ragte. Man grub und fand das Brautpaar Hans-Werner Rupp und Christa Vollmer sowie den 16-jährigen Schüler Wilfried Dengler. Sie sind im Sitzen nach rückwärts gekippt und eingeschlafen. Nun hatte man für die weitere Suche einen Anhaltspunkt und fand alsbald 6 weitere Vermisste. Gefunden wurden außerdem die Schüler Herbert Kurz, Peter Mössner, Roland Rauschmeier, Karl-Heinz Rienecker,
Kurt Seitz und Dieter Steck. Vermisst wurden nun noch die Schüler Peter Lehnen, Rolf Mössner, Klaus Strobel und der Lehrer Hans-Georg Seiler. Am 28. April waren noch immer 109 Gendarme, 71 Bergrettungsmänner und 14 Lawinensuchhunde im Einsatz und fanden eine weitere Leiche. Klaus Strobel konnte identifiziert werden. Er hatte noch seine gesamte Menge Brot, Butter und Marmelade bei sich. Außerdem eine Landkarte und eine Uhr, die um 3 Uhr stehen geblieben ist. Daraus wurde geschlossen, dass Strobel am 16. April um 3 Uhr erfroren gewesen sein dürfte. Bis 28. Mai dauerte die Suchaktion schlussendlich an. Peter Lehnen, Rolf Mössner und der Lehrer Hans-Georg Seiler konnten schlussendlich allesamt gefunden werden. Ja, das war also die Geschichte des Heilbronner Unglücks am Dachstein. Sofern ich andere Bildquellen als meine eigenen verwendet habe, waren sie eh im Video verlinkt. Ich habe das Ganze aus dem Stadtarchiv von Heilbronn recherchiert. Es gibt da eine Publikation, die ich für euch mit den wichtigsten Facts zusammengefasst habe. Sie enthält aber noch viel mehr an Material. Vor allem, was richtig interessant ist, ist dann eben auch schlussendlich die mediale Auseinandersetzung mit diesem Thema und vor allem die Schuldfrage an so einer Geschichte. Ich wollte dieses Video aus zwei Gründen veröffentlichen. Das eine ist eben mit der Geschichte mit dem Andi 84 von heuer in Vorarlberg, Heuberg-Grad, ist dieses Thema für mich noch einmal aktuell geworden, wenn eben Schüler mit Lehrer unterwegs sind. Ich kann mich selber eben auch erinnern, wir sind am Hochkönig mit unserem Klassenvorstand einmal gegangen, wir haben 16 Jahre alt waren und das Ganze ist mehr oder weniger ähnlich abgelaufen. Also da sind auch nur die mitgegangen, die halt entsprechend leistungsfähig waren und das eben als freiwilligen Stückchen wollten. Und bei uns ist natürlich auch alles gut gegangen, aber das war ja für uns auch direkt in unserer Region daheim. Ja, und der zweite Grund war, ich bin ja selber ein Salzburger und wohne in der Nähe des Dachsteins. Die Geschichte kenne ich schon lange, habe mich aber selber nicht so gut damit auseinandergesetzt. Und das wollte ich in diesem Zusammenhang einmal machen. Wir hatten euch das Ganze gefallen, die Aufbereitung, schreibt mir das gern unten ein in die Kommentare. Und wenn ihr an einem bestimmten Thema Interesse und Bock habt, Geschichten aus den Bergen, schreibt es auch unten rein in die Kommentare. Ich bin ja ausgebildeter Historiker und Alpingeschichte, kann ich sehr gern für euch bei mir am Kanal veröffentlichen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, da lasst es nicht vergessen. Alle meine Videos rund um den Dachstein findet ihr unten verlinkt. Da auf der Seite geht es zu den nächsten Videos. Ich sage danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Bergheil, bleibt's geil. Ciao.